Handwerk extrem. Das ist das Thema unserer heutigen Ausgabe von HWK TV. In einem Wagen der Marke Horsch zu sitzen und durch die wunderschöne Mosellandschaft zu reisen, ist wunderbar. Doch das gilt für alle Orte, die wir Ihnen heute zeigen. Und unsere Handwerker sind extrem. Handwerk extrem. Das sind außergewöhnliche Arbeiten in nicht gewöhnlichen Handwerksbetrieben. Wie ist es, wenn man an Steinen im Wert von einigen 100.000 Euro arbeitet? Antworten gibt es im Unternehmen der Gebrüder Meier in Idar-Oberstein. Hier entstehen exklusive Schmuckstücke für Kunden in aller Welt. Vom Entwurf am Computer bis zur handgearbeiteten Umsetzung. 1599 wurde das Unternehmen der Familie Meier gegründet und seitdem von Generation zu Generation weitergegeben. Auch das steht für Werte, die man pflegt. Die Materiellen können sich schnell auf 1 Million Euro belaufen, die durch die Handwerkerhände der Mitarbeiter gehen. Nicht pro Monat, pro Woche, sondern am Tag. Das provoziert geradezu die Frage, ob der Umgang mit den schweren Steinen irgendwann Routine wird. Man gewöhnt sich daran, erkennt es aber wieder, wenn man in eine fremde Stadt fährt und sieht dort in einem Juweliergeschäft in einer Auslage schöne Sachen liegen, wo man vielleicht auch mitgearbeitet hat dran. Das gibt wieder so ein bisschen das Verhältnis da, wenn man dann auch diese Etiketten sieht, wie teuer es wirklich ist. Ohne Hightech geht auch in diesem Traditionshandwerk nichts mehr. Der Laser gehört längst zum Alltag und erlaubt die Bearbeitung im 100stel-Millimeter-Bereich. Da muss man schon ganz genau hinschauen. Wie auch bei den kleinsten Edelsteinen, die nicht größer als ein Zuckerkristall sind. Aus vielen hundert werden Stücke gefertigt, auf die man stolz ist im Unternehmen. Doch können diese Werte auch zur Belastungsprobe werden? Wie wichtig ist Vertrauen an einem solchen Extremarbeitsplatz? Gegenseitiges Vertrauen ist höchste Priorität in unserem Beruf. Vertrauen ist das A und O, das ist die Basis allen menschlichen Zusammenagierens. Und der Durchschnitt unserer Mitarbeiter, die durchschnittliche Verweil- oder Dienstdauer hier im Betrieb ist sehr hoch, sehr lange. Es ist ein gutes, gegenseitiges Vertrauensverhältnis. Dann gehören auch Königshäuser zum Kundenkreis, die natürlich besondere Diskretion genießen. Der Juwelier weiß eigentlich schon, wenn der Hochzeitsring bestellt wird, bevor die Dame gefragt wird, ob sie es denn täte, weiß der Juwelier schon die Ringgröße und was er arbeiten soll. Es ist also eine große Verantwortung und auch eine große Ehre, manchmal ja fast Staatsgeheimnisse. Staatsgeheimnisse, die im firmeneigenen Panzerschrank aufbewahrt werden und mit ihrer Auslieferung in europäischen wie auch arabischen Königshäusern getragen werden. Blaublütig ist Michael Müller zwar nicht, und doch strömt durch seine Adern ein besonderes Blut. Denn der Urgroßvater war kein geringerer als die Autobaulegende August Horch. Die Familie von August Horch lebt und arbeitet noch heute in dem Moselort, wo einmal alles begann. Und betreibt, natürlich, in Winningen eine Kfz-Werkstatt. Wie lebt es sich hier als Urenkel? Och, es lebt sich eigentlich ganz gut. Dem Beruf bin ich ja in einer gewissen Weise verbunden geblieben. Zwar werden hier keine Autos mehr gebaut, aber tagtäglich wieder aufgebaut. Wenn man mit Benzin im Blut auf die Welt kommt, automobile Gene hat, darf man dann als Nachfahrer eines weltberühmten Kfz-Genies bei der Berufswahl auch Banker angeben? Ich denke, von der Seite meiner Eltern aus hätte ich auch Banker werden können. Aber da mein Vater diesen Betrieb hier 1980 gegründet hat und somit bin ich hier drin aufgewachsen, hat es sich für mich relativ schnell ergeben, dass ich mich für diesen Beruf entschieden habe. Und das nicht irgendwie. Michael Müller hat seine Meisterprüfung als Jahrgangsbester bei der Handwerkskammer Koblenz abgelegt. Da verwundert es nicht, dass ihm Kunden aus ganz Deutschland ihre rollenden Schmuckstücke anvertrauen, die sie im Familienunternehmen in guten Händen wissen. Nicht alltäglich sind auch die Ausfahrten mit dem Familienauto. Das ist natürlich ein Horch, einer von weltweit noch 150 rollenden Exemplaren dieser noblen Automarke.
Es ist ein Stück Familiengeschichte, gebaut vor einem Dreivierteljahrhundert, bei dem man immer hofft, es kehrt so unbeschadet in den Winninger Stammsitz zurück, wie es von dort losgerollt ist. Doch Michael Müller entwarnt. Ist er mit seinem Horch unterwegs, zieht das Duo nicht nur strahlende Blicke auf sich, sondern auch viel Aufmerksamkeit der Verkehrsteilnehmer,